diese Mischung aus Vorträgen, Masterclasses, die Leute dann an den Ständen zu sehen, die Möglichkeit, sich zu vernetzen auf verschiedenen Ebenen, Projekte sich auszudenken, das ist für mich Logistics Summit. Sehr gute Gespräche, sehr viele innovative Themen, die wir ja sehen können, die vorgeführt werden, tolle Demos, jederzeit wieder. Was mich heute richtig begeistert, ist, dass wir hier eine entspannte Atmosphäre haben, aber ein sehr hochwertiges Publikum. Und es ist wirklich Netzwerken auf höchstem Niveau, aber natürlich auch neue Geschäfte bzw. neue Projekte aufmachen. Das ist super. Es sind nämlich die richtigen Player zusammen. Und da haben wir heute schon mega super coole Gespräche für. Man hat hier wirklich den Austausch mit Experten. Man kann sich über die Trends austauschen, man sieht sehr viel, was passiert und hat viele Anknüpfungspunkte. Das hat uns sehr gut gefallen. Besonders begeistert mich, dass die alte Logistikwelt und die neue Logistikwelt aufeinander trifft und dadurch dieses wahnsinnig interessante Ökosystem Logistik zusammenwächst und sich weiter vertieft in den Gesprächen. Der Logistics Summit ist wirklich eine super innovativ inspirierende Veranstaltung, wo ich heute schon richtig viel Neues lernen konnte und auch für unser Produkt viele neue Use Cases entdecken konnte. Eine sehr junge, frische, hippe Veranstaltung, die aber fachlich sehr gut dabei ist und ein schönes Paket schnürt zwischen Netzwerken und fachlichem Input. Unsere Branche, die Logistik, steht vor der größten Transformation, die sie jemals erlebt hat. Elektrifizierung und Automatisierung wird den Arbeitsalltag einer jeden einzelnen Person in diesem Raum massiv verändern. Nach meiner Überzeugung beginnt die Reise jetzt erst. Natürlich gibt es schon Automatisierung in vielen Unternehmen, aber dieses Thema wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch deutlich mehr Fahrt aufnehmen. Die Zukunft wird sein, Prozesse effizienter zu gestalten, Prozesse einfacher zu gestalten, eben auch im Hinblick auf Mitarbeiter. Die Prozesse, die nicht wertschöpfend sind, auch das habe ich heute schon gelernt, wirklich auch auszusparen, vielleicht zu automatisieren, Roboter einzusetzen und den Fokus wirklich darauf zu legen, auf die Prozesse, die wirkliche Wertschöpfung bringen im Betrieb. Wir kommen sehr gerne her, weil wir finden hier sehr viele coole Startups, Startups, die wir schon kennen, die wir wieder treffen hier. Wir finden hier neue Startups, es macht sehr viel Spaß. Wir finden hier auch viele Vertreter aus der Branche und können uns austauschen über Branchentrends und Probleme und Lösungen, die es dafür gibt. Insofern sehr gelungene Veranstaltung, wir haben schon viele tolle Gespräche gehabt. Ja, ich meine, wir reden viel über Digitalisierung und Automatisierung. Ich glaube, das sind zwei Säulen, die das natürlich treiben mit all den Dingen und Herausforderungen, die wir auch viel in den Stages gehört haben, in den Diskussionen gehört haben. Am Ende wird es den Menschen nie komplett eliminieren können. Und ich glaube, genau die richtige Kombination zu finden zwischen Mensch und Intelligenz, automatisierte Intelligenz, das ist die Zukunft. Wer das am besten zusammenkriegt und nicht nur auf das eine oder das andere setzt, der wird die Zukunft für sich entscheiden. Weltbewegend, vor allem nach den ganzen wirtschaftlichen Ansprüchen, aufgeschlossene Gespräche zu führen und einfach wieder neue Kontakte knüpfen, ist einfach sehr, sehr spannend. Und möchte ich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder erleben. Sichern Sie sich jetzt Ihre Teilnahme.